Romeo ist ja die einzige Oper von Beethoven. Und die Geschichte ist so, dass ein Mann wird illegal gefangen gehalten. Seine Frau sucht ihn, entscheidet sich für ein Gefängnis, wo er sein könnte, verkleidet sich als Mann, infiltriert die Familie, die dort arbeitet im Gefängnis, arbeitet sich immer weiter vor, bis er es wirklich schafft, quasi den Mann zu finden. Er erlebt sogar, dass er sozusagen dann ermordet werden soll. Die Frau muss das eigene Grab des Mannes sozusagen ausheben. Und im letzten Moment wirft sie sich dazwischen, schützt ihn. Und dann kommt in letzter Minute der Minister und die Öffentlichkeit rein und klärt diesen Fall auf. Dieses so einen politischen Gefangenen, wo keiner wusste, dass er da einsitzt. Und dann löst sich das Ganze zum Glück dieses Häftlings auf. Der ist zwar das Zentrum, aber er betritt erst die Bühne im zweiten Teil. Ich finde, das Gute an der Oper ist, dass sie halt einen enormen Druck hat. Also dadurch, dass sie in diesem Gefängnisapparat spielt, sind da alle so ausgeliefert. Und man merkt, wie so unter dem Druck die Figuren auch zerbrechen, ihre Fehler, ihre Bruchstellen zeigen. Und das gibt dem Ganzen so ein, ja, so was, so eine Notwendigkeit. Es hat so einen ganz bürgerlichen Plot. Paare, die Beziehungen, die sich unterbrechen und für einen Moment lang neu entstehen und sich dann wieder auflösen, dass diese Befreierin plötzlich doch zu ihrem richtigen Mann und aus dieser Hosenrolle rauskatapultiert wird, die sie als Camouflage, als Tarnung, um da überhaupt eintreten zu können in diese Agententätigkeit der Befreierin, findet sie dann wieder zu ihrem Ehemann zurück. Wenn der erste Akt da oben beginnt, dann steigen wir über diese gigantische Leiter nach unten. Und dann ist eben bei dieser Szene, wo gegraben wird, wird ja sogar der Boden noch geöffnet. Das ist zwar eine kleine Versenkung sozusagen, aber selbst da müssen die Figuren noch tiefer bohren. Und im Grunde ist das auch wirklich der Weg von Leonore, also hinunter in die Tiefe, bis sie eben dann beim Tiefpunkt sozusagen das Grab ihres Mannes aushebt. Und tiefer geht es dann nicht. Ein bisschen hat es auch was von Jules Verne, so an den Mittelpunkt der Erde zu gehen. Jede Etage hat noch eine Etage unten drunter. Es hat eine Gefängnisoberwelt und es hat noch im wahrsten Sinn fast göttliche Komödieartig eine Gefängnisunterwelt. Also diese Beziehung zwischen Rocco und Leonore durchläuft tatsächlich ganz viele Stadien von einer komischen Faszination, weil es fehlt ja auch sozusagen eine Frau von Rocco sozusagen, und ich glaube, er spürt schon auch, dass etwas Besonderes ist an diesem Fidelio. Ich glaube, der Rocco aus der Sicht der Zeit, in der das Stück geschrieben und gedacht wurde, also dem 18. und 19. Jahrhundert, ist natürlich der am meisten im Zuschauerraum sitzt. Es ist auch der, den Beethoven, glaube ich, ansprechen will. Sozusagen auch die Figur, mit der wir wahrscheinlich am meisten uns sogar identifizieren können, weil sie so dazwischen steht und aber eigentlich im Stück die größte Entwicklung hat und auch die entscheidende Kraft dann ist, wo Pizarro ausgeschaltet wird. Aber das ist natürlich eine gigantische Entscheidung aus diesem kleinbürgerlichen, engen Funktionsleben, sich zu entscheiden, plötzlich gegen seinen eigenen Chef zu sein. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Beobachtung, dass das im Grunde ist das vielleicht die Mehrheit, die Beethoven ansprechen wollte. Es ist wichtig, wie ihr euch positioniert, wie ihr in solchen Situationen handeln würdet. Ja.